Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Demon Box von Erdling. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Demon von Erdling, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das dritte Album von Erdling mit dem Albumtitel Demon. Wir haben hier eine schwarze Holzbox. Und zwar ist das Ganze rundum komplett hier aus Holz und so schwarz eingefärbt. Auf dem Boxdeckel auf der Oberseite haben wir hier den Schriftzug in Silber, Erdling und darunter Demon. Hier vorne ein Metallverschluss, rechts und links blank schwarz. Und auf der Rückseite haben wir noch die beiden Scharniere des Deckels und auf dem Boxboden noch einen Sticker. Das Ganze ist erschienen über das Label Out of Line. Dann haben wir hier noch eine Nummer und einen Barcode. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das Ganze lässt sich hier vorne aufmachen. So. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wie wir sehen können, ist die Box von innen in so einem klassischen Holzton, also hellbraun. Dann haben wir hier einmal ein Schlüsselband. Das Album an sich. Eine Bonus-CD. Einen Sticker, einen VIP-Schlüsselanhänger und dann haben wir hier noch ein Zertifikat. Ja, das war's mit dem Inhalt. Wir packen die Box mal wieder zu und machen sie zur Seite. Und die Musik ist hier noch eingeschweißt. Die restlichen Inhalte kommen hier ohne Folie. So. Gut. Dann würde ich sagen, holen wir mal die Musik hier aus der Folie. Einmal und zweimal. So, und dann kann es auch schon losgehen. Ist etwas hartnäckiger, so, aber jetzt wunderbar. Gut, also das ist das Album an sich, Demon. Wir haben hier eine, von den Händen her zu urteilen, eine Frau, die hält hier so einen Tierschädel in der Hand mit einem kleinen Geweih und in seinem Kopf steckt auch eine Glühbirne oder beziehungsweise auf seinem Kopf ist eine Glühbirne platziert, die hier auch leuchtet. Darüber Bandname plus Albumtitel. Das Ganze kommt in einem Jewel Case. So sieht das auf der Seite aus. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 12 Stück sind es geworden. Dann haben wir noch die ganzen Internetauftritte bzw. Social Media von Out of Line. Barcode, Beteiligte, okay. Dann als erstes ein Einleger zu anderen Releases, die bei Out of Line erschienen sind. Sowie natürlich auch Merchandise. Und dann schauen wir uns mal das Booklet an. So, also wir haben hier, jawohl, die Lyrics zu den einzelnen Tracks. Sehr schön. Die sind hier schwarz auf weiß alle abgedruckt. Zum Mitsingen, zum Nachlesen. Dann hier einmal die Doppelseite der Band, also ein Bandfoto hier von Erdling. Die vier Herrschaften hier abgebildet. Weitere Lyrics. Jetzt ist das Ganze hier so ein bisschen negativ, also umgekehrt worden. Erst war es so hell und weiß und freundlich gehalten, jetzt ist das hier so recht düster und schwarz. Interessanter Split. Ja, also jede Menge Lyrics und zum Abschluss gibt es dann hier noch die Credits zum Album. So, packen wir das Booklet wieder rein. Ebenso den Merchandise Flyer. Und dann kommen wir zur Album-CD. Hier auch wieder der Tierschädel in Nahaufnahme. So sieht das aus.
Gut, damit nicht genug. Wir haben noch eine zweite CD. Und zwar nennt sich die hier Daemon The Secret Tracks. Dann haben wir auch noch so Runen und das gesamte Cover, das wir erkennen bereits, auch wieder in seinem Negativ. Okay. Auf der Rückseite 7 Tracks zu sehen. Also es sind hier verschiedene Varianten, verschiedene Versionen von den Album-Tracks. Dann haben wir hier auch nochmal die Credits. Die sind hier auf der Innenseite abgedruckt. Kein Booklet hier mit dabei. Das ist dann die Bonus-CD. Sieht so aus. Also, Tatsache, es ist einfach das Album-CD-Artwork, was wir vorhin schon gesehen haben, auch wieder im Negativ, genauso wie das Cover hier. Und das kommt im Digipack. Gut, dann haben wir mit dabei ein Schlüsselband. Das ist hier in Schwarz. Und auch hier wieder der weiße Schriftzug von Erdling und Dämon. Einseitig beschriftet, also die Innenseite ist hier glatt schwarz. Dann hier vorne eine Plastikschnalle, kann man hier natürlich entsprechend abmachen. Und vorne ein Metallkarabiner, hier kann man dann seinen Schlüssel oder auch den nächsten Boxinhalt dranhängen, und zwar diesen hier. Wir lesen hier, Erdling, das Firmament, der offizielle Fanclub VIP. No Backstage Pass. Ja, also damit kann man sich dann als richtiger Erdling-Fan zu erkennen geben. Das kann man dann entsprechend tragen, wenn man das möchte, unter anderem bei deren Konzerten. Wie gesagt, es dient hier nicht als Backstage-Pass. Aber ja, sieht trotzdem ganz nett aus. Und in Kombination mit dem Schlüsselband eine schöne Sache. So, als nächstes haben wir hier einen Sticker mit dabei. Quadratisch, recht klein. Ist auch nur einer dabei. Erdling, Dämon lesen wir hier wieder. Und dahinter wieder in dieser Negativoptik der Tierschädel. So, und als letzten Boxinhalt haben wir hier das Zertifikat. Daemon Limited Edition Ownership Certificate. 499 Stück gibt es gesamt. Die wurden hier dann händisch durchnummeriert und meine Box ist in diesem Fall Nummer 356. Auf der Rückseite blank weiß. Und das war's soweit. Ja, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Zertifikat, dann der Sticker quadratisch, das Schlüsselband mit dem Anhänger hier, mit diesem Pass, mit diesem VIP-Pass, die Bonus-CD, The Secret Tracks mit 7 Bonus-Tracks und natürlich das Album an sich, Daemon im Jewel Case mit 12 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Daemon von Erdling. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Erdling unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.